Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und bei Dragon Age Inquisition gibt es eine Sprechrolle zu gewinnen. Und da dachte ich mir, musst du doch einfach mal mit, ne? Ihr wisst ja auch, sowas stehe ich ja. Es gibt zwei Szenen. Ich dachte mal einfach, machst du beide. Das ist relativ kurz und knapp. Wer mehr dazu wissen will, ist verlinkt im Text. Guckt euch einfach mal die Beschreibung an. Fangen wir mit der ersten Szene an. Erste Szene. Ein Dorfbewohner stellt den Inquisitor, der gerade durch das Gebiet reist, zur Rede. Du spielst die Rolle des Dorfbewohners. Oh. Na, wenn das nicht der Inquisitor ist. Was wollt ihr von uns? Ich will überhaupt nichts von euch. Gab es in der Gegend etwa Probleme? Probleme? Ich habe zwei Söhne und eine Schwester an diesem Krieg verloren. Jeder hat jemanden verloren. Sind das genug Probleme für euch, euer Gnaden? Es tut mir leid. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ihr könnt auf der Stelle kehrt machen und dahin zurückgehen, wo ihr hergekommen seid. Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Ich versuche nur, ihn zu beenden. Und welche Rolle spielt das? Ich kenne euch. Ich kenne Leute wie euch. Ihr spielt eure Spiele und benutzt meine Söhne, um eure Schlachten für euch zu schlagen. Denkt ihr, wenn das alles vorbei ist, spielt es auch nur die geringste Rolle, wer gewonnen hat? Gaspard oder Celine? Für uns hier unten im Dreck ändert das nichts. Es wird sich etwas ändern. Ich werde dafür sorgen, dass sich die Dinge bessern. Das sind nur Worte. Es wird erst dann wieder besser, wenn die Toten nach Hause kommen. Doch das kann nicht einmal der Erbauer bewirken. Zweite Szene. Der Inquisitor geht einer Entführung nach und versucht, von einem Trunchers Informationen zu halten. Du spielst die Rolle des Trunchers in. Lady Rosettas Verschwinden hat das Anwesen jeglicher Freude beraubt. Die Witwe ist vollkommen aufgelöst. Sie hat schon seit Tagen nicht mehr zu Abend gegessen. Seit Tagen! Ich verstehe. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sie ermordet wurde? So was sagen wir nicht. Es ist undenkbar. Nee, nein, nein, ganz sicher nicht. Sie ist nicht tot. Bitte, wir flehen euch an. Die Inquisition hat Zugang zu entsprechenden Mitteln, zu Informationen. Wenn irgendjemand Rosette finden kann, dann ihr. Seht, ich habe die Lieblingssachen unserer Lady. Vielleicht helfen sie euch ja weiter. Eine Glocke an einem Band und ein Seidenkissen? Das ist nicht nur irgendein Seidenkissen. Es ist mit Geißblatt und Minze gefüllt. Sie ist absolut verrückt nach dieser Mischung. Und sagt euren Leuten, sie könnten sich mit gesalzenem Dorsch anlocken, jedoch nur sonntags. Moment mal, Lady Rosette ist eine Katze? Bei eurem dringenden Ersuchen an die Inquisition ging es darum, euch bei der Suche nach einer verschwundenen Katze zu helfen? Sie ist nicht nur eine Katze, sie ist einzigartig. Und wollt ihr wissen, warum? Als Kaiserin Celine das Chateau besuchte, schlief Lady Rosette zusammengerollt am Kopfe der Kaiserin. Sagt mir, wer sonst hat es je gewagt, sich einer kaiserlichen Krone in derart kühner Weise zu nähern? Wem sonst wurde je gestattet, der Kaiserin höchst selbst mit derart Vertraulichkeit zu begegnen? Rosette ist etwas Besonderes. Selbst Celine weiß das. Damit haben wir die beiden Szenen hinter uns. Falls ihr auch mitmachen wollt, ist alles Wichtige verlinkt. Nutzt einfach mal die Chance. Vielleicht landet ja auch eure Stimme in einem Videospiel. Ist ja mal eine Chance, die man nutzen soll. Falls ihr noch wissen wollt, was diese Stimme, die ihr gerade hört, noch so alles macht, dann guckt einfach mal meinen Kanal an. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und bin jetzt raus. Wir sehen uns. Tschüss.